Es ist soweit. Das hier sind die ersten Aufnahmen aus dem Iran. So. Erste Busfahrt Iran. Und obwohl ich hier lache, merkt man mir die Anspannung irgendwie an. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich noch keine Ahnung, wie herzlich die Menschen hier sind und was mich überhaupt erwarten würde. Die Wüste wurde zur Steppe und die Steppe wurde zur Stadt und auf einmal waren wir mittendrin. Der Busfahrer konnte kaum glauben, dass zwei Deutsche auf eigene Faust durch den Iran reisen. Touristen sind hier zwar nicht völlig unbekannt, doch die meisten sparen und planen lange, um sich den Traum einer voll durchgeplanten Pauschalreise in der Gruppe zu erfüllen und nehmen dann auch noch für 2000 Euro einen Teppich mit. Wir haben schon bei der Busfahrt um Kleinstbeträge gefeilscht und am Ende 7 Euro für beide ausgehandelt. Viel zu teuer, wie sich im Nachhinein rausstellte. Dadurch kamen wir allerdings so sympathisch rüber, dass uns der Busgehilfe gleich angeboten hat, uns ins Zentrum von Tabriz zu führen. Die erste Anlaufstelle in jedem unbekannten Land ist erstmal die Uni und der Geldautomat. In der Uni findet man eigentlich immer englischsprachige junge Leute, die wissen, was abgeht. Und ohne Moos nix los. Eh klar. An jeder Bibliothek sollte es eine Kaffeemaschine geben. Und hier ist sie sogar kostenlos. Dazu muss man wissen, dass im Iran nahezu alle westlichen Kreditkarten und Zahlungssysteme sanktioniert sind. Also hatten wir in Armenien noch 300 Dollar pro Person abgehoben, was unserem Reisebudget von 10 Dollar am Tag für circa einen Monat entsprach. Mit unserem neu gewonnenen Kumpel sind wir dann erstmal zum Gold- und Silberbazar, um unsere Dollar in Rial umzutauschen. Ein Rial sind 0,00002 Euro und im Umkehrschluss sind 1 Euro 51.000 Rial. Daher ist man im Grunde gleich Multimillionär, wenn man auch nur eine geringe Menge tauscht. Tabriz war ein Knotenpunkt der ehemaligen Seidenstraße. Um den Bazar komplett zu erkunden, bräuchte man laut unserem Kumpel 3 Tage. In den verwinkelten Gassen fanden wir Teppiche, Stoffe und Seiden, Zucker und allerhand Antikes und Goldenes. Dazu in einem anderen Video mehr. Natürlich wurden uns auch gleich die besten Spots mit der besten Aussicht gezeigt. Darunter ein Teehaus, in dem wir bereits am ersten Tag in die geniale Kultur eingeführt wurden, circa 2 bis 3 dieser Chais am Tag zu trinken und gegebenenfalls dabei eine Shisha zu rauchen. Diese Teehäuser sind einfach mega gut. Zur Begrüßung ihrer neuen deutschen Gäste im Iran wurde uns gleich ein ausgiebiges Ständchen geblasen. Was für ein herzlicher Empfang. Vor der ersten und letzten Nacht im Hotel drückte dann noch der Hunger. Wir wurden zu einem Lokal geführt, das die Spezialität der Region serviert. Köfte Tabriz, riesige Fleischklöße. Da es im Iran aber auch sehr viele gut betuchte Menschen gibt, kosteten diese 9 Euro. Freundlich fragten wir, ob es auch etwas für den Pöbel gäbe. Deutsche, die kein Geld haben? Das passte mal so gar nicht in das Weltbild und in unser deutsches Image. Fast schon fassungslos stapften wir zurück zum Bazar und so saßen wir dann alle gemeinsam bei einem Kartoffel-Eier-Wrap auf den Straßen und genossen das Leben. Cheers. Am nächsten Tag habe ich mir noch die hiesige blaue Moschee angesehen. Im Iran gibt es Einheimische und Touristenpreise. Der Touri-Preis ist immer das 10-fache. Am Anfang wussten wir noch nicht so recht, wie wir es anstellen, den einheimischen Preis zu bekommen. Daher bin ich für den Touri-Preis von 300.000 Rial erstmal alleine rein. Also, ich bin jetzt bei der blauen Moschee in Tabriz. Die Moschee sieht heute nicht mehr sehr blau aus, aber man kann das Mosaik noch erkennen, wie es wohl früher aussah. Ganze Moschee an der Seite. Und ich bin alleine, weil wir uns nur ein Ticket leisten konnten, weil wir es irgendwie nicht geschafft haben, den Typen zu überzeugen, dass wir günstiger oder kostenlos reinkommen. Ja, und dann würde ich sagen, schauen wir uns die Moschee mal von innen an. Die Außenverkleidung war bereits komplett entfernt worden. Ob durch Wetter oder durch Diebstahl, konnte ich nicht rausfinden. Da es wohl ein Erdbeben gab, war die Moschee teilweise zerstört. Als der Gebetsgesang losging, war mir klar, dass ich in einer für mich komplett neuen Welt gelandet bin und konnte es kaum erwarten, mehr davon zu sehen.